Das ist jetzt unser Hefestück und das ist jetzt quasi unser Starter und den geben wir jetzt dem Stollenteig zu und dann bereiten wir unseren Teig. In der Bäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher. Und jetzt sieht man schon ganz gut diese vielen kleinen Luftbläschen, die sich hier gebildet haben. Das sind dann die Luftbläschen, die ich auch im Stollen habe. Die dehnen sich dann beim Backprozess wieder aus. Also Wärme, Luft dehnt sich ja aus, wenn es warm wird. Und das ist das ganze Geheimnis davon, dass der Stollen locker ist. Jetzt haben wir Mehl, Butter, Mandeln, Zucker, Salz. Ist alles schon hier drin. Und daraus machen wir jetzt diesen Grundstollenteig. Wir werden sehen, es sind keine Rosinen dabei. Weil dadurch, dass Rosinen vorher eingeweicht werden in Rum, werden die sehr weich und würden jetzt beim Kneten teilweise kaputt gehen und den Teig braun machen. Deswegen kommen Rosinen immer erst später dazu. Also der wird jetzt 5 Minuten vermischt in so einem, das nennt man dieses langsame Kneten, nennt man erst mischen. Und dann wird er nochmal 6-7 Minuten intensiv geknetet, wo es eine Stufe schneller geht, dass der Teig auch wirklich eine gute Struktur hat. Das ist auch das Wichtigste beim Backen, dass die Teige gut geknetet werden, weil wir haben jetzt zurzeit sehr qualitativ hochwertige Mehle und da ist es wichtig, dass das lange geknetet wird, damit der Stollen auch stabil bleibt und nicht im Ofen dann zusammenfällt. Wir haben jetzt zum Beispiel hier drin die gestiftete Mandel. Hier Orangeschat, das sind gezuckerte Orangenschalen. Dann haben wir noch drin das Zitronat. Sieht man das noch? Ja, das ist hier. Das ist, sieht man daran, dass es ein bisschen heller ist. Ja, ja. Früher, oder hier grün. Ja. Grün. Ja. Das sind halt gezuckerte Zitronenschalen. Und dann haben wir halt noch drin das Weizenmehl, den Zucker, das Salz. Ganz wichtig das Salz, weil Salz ist ein Geschmacksträger, genauso wie Zucker. Aber Salz in der richtigen Dosis rundet das Ganze etwas ab. Und jetzt fehlen natürlich die Rosinen. Und die kommen jetzt dazu. Die Rosinen wurden gewaschen, von uns per Hand nochmal nachgewaschen. Das ist sehr wichtig, dass sie auch sauber sind. Dass ich halt nicht irgendwelche Drecksachen irgendwie in den Stollen kriege, werden die nochmal von Hand gewaschen. Und wurden jetzt vor 2 Tagen mit einer Rummischung eingeweicht. Das heißt, wenn ich jetzt auch dran rieche, leider können Sie das im Fernsehen nicht. Oh, ja. Dann habe ich jetzt ein ordentliches Rumaroma. Und das Ganze muss ich halt mit dem Teig verbinden, deswegen auch diese Lagerung vom Stollen, die sehr wichtig ist. Und da kommt jetzt die erste Wanne rein. So. Jetzt habe ich die Rosinen alle drin. Jetzt machen wir den Deckel wieder zu. Und jetzt haben wir ja gelernt, Michael, nicht zu lange kneten, damit die Rosinen nicht kaputt gehen. Richtig, ne? Richtig. Deswegen haben wir hier ein sehr schonendes Knetverfahren. Das heißt, der Teig wird nur geschlagen. Und während der so hoch und runter geht, wird auch Luft eingearbeitet. Das ist eigentlich das traditionellste und schonendste Teigknetverfahren, was wir haben. Wir sehen jetzt die Rosinen komplett verteilt, gleichmäßig. Wir sehen noch eine helle Teigstruktur, das heißt, und die ganzen Rosinen. Das heißt, die sind nicht kaputt, die sind nicht gequetscht. Der Teig ist jetzt fertig und wird jetzt eine halbe Stunde ruhen. Der muss sich entspannen. Ich vergleiche das immer gerne mit mir selber. Wenn ich einmal in den 11. Stock gegangen bin, muss ich das nicht gleich wieder haben, sondern ruhe mich erstmal aus. Daher ruhe ich mich hier erstmal aus. Der Stollenteig muss ruhen. Der bildet jetzt wieder etwas Volumen, entspannt sich und dann geht es zur handwerklichen Aufarbeitung. Es ist ja, hat eine halbe Stunde geruht. Das merke ich schon, wenn ich den anfasse. Darfst du mal anfassen? Du hast deine Hände gewaschen. Haben wir gemacht? Genau. Der ist relativ entspannt, der ist jetzt nicht mehr so straff und so fest, wie er war. Jetzt wird er hier vorne portioniert, immer 2 Kilo. Und dann wird der Stollen rund gemacht. Wichtig ist immer, den Stollen vorsichtig zu rollen. Ja. Und dann so ein bisschen länger nach, dann zu drehen um 90 Grad und dann wieder zu rollen. Zacki, zacki, zacki. Und schon ist der rund. Ich habe oben eine schöne Oberfläche, die ist relativ glatt. Und ich habe den Schluss. Und jetzt entspannen die alle nochmal, weil die sind gerade nochmal bis zum 4. Stock gerannt. Ja. Müssen wir mal kurz entspannen. Jetzt nehme ich mir den ersten und mache den lang. Lang? Lang. Der Stollen ist lang und wird ja vorm Backen geschnitten, weil der muss ja, oder symbolisiert ja so ein bisschen die Wiege des Christkindes.
Jetzt habe ich den Schluss hier oben und fange an, den Stollen lang zu machen. Gebe dabei den Schluss nie aus der Hand. Die Seiten ein bisschen rein. Und jetzt sehe ich schon, habe ich schon so fast die Grundform. Jetzt brauche ich bloß noch ein bisschen eindrücken. So. Und dann wird er lang gerollt. Jetzt habe ich hier den Schluss, der kommt nach unten und obendrauf ist der Stollen schön glatt. Jetzt haben wir den Stollen hier vor uns, der hat geruht, der ist geformt, der Teig ist gemacht, alles ist fertig. Jetzt ist es wichtig, dem Stollen einen Schnitt zu geben. Damit der Stollen nicht irgendwo beim Aussehen irgendwo wegreißt, irgendwo wegplatzt, geben wir dem Stollen mit einem ganz normalen Messer einen Schnitt. Der sieht ungefähr so aus oder sollte so aussehen. Und somit, und so schneiden wir jetzt alle Stollen. Wichtig ist, dass die jetzt schnell reinkommen, dass der Ofen nicht so lange auskühlt. Jetzt wird gemessen, wir haben jetzt 66 Grad Kerntemperatur. Wenn man davon ausgeht, pro Minute 1 Grad, braucht der jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde. Die Farbe ist schon okay, aber der muss jetzt mindestens noch sitzen bis 96 Grad. Jetzt haben wir ihn aus dem Ofen geholt und der ist noch warm. Wir haben hier ganz normale Butter, die ist einfach nur ausgelassen, haben einen Pinsel und streichen jetzt den Stollen schön mit der Butter gleichmäßig ein. Dient auch der längeren Haltbarkeit, weil es natürlich auch ringsrum den Stollen versiegelt. Das heißt also, der trocknet nicht aus. Jetzt muss man sehr vorsichtig sein bei dem warmen Stollen, dass der nicht zerbricht. So, dann nehme ich den auf der Hand und du erstmal ringsrum mit Butter pinseln. So. Und jetzt sehen wir, wie schön die Butter hier reinläuft in die Löcher. Mooh. Lecker. Richtig, genau. Jetzt nehmen wir ganz normalen Kristallzucker und tun den drüber streuen. So. Nicht zu viel und nicht zu wenig. So. Und jetzt haben wir ganz normalen Puderzucker. Puderzucker schmeckt natürlich am besten. Man kann auch so einen Dekorschnee nehmen, schmeckt aber nicht. Deswegen nehmen wir ganz normalen Puderzucker und tun den Stollen jetzt einfach abpudern. Der Puderzucker deshalb hat nicht nur einen optischen und einen geschmacklichen Hintergrund, sondern hat auch den Hintergrund, der Stollen soll die Wiege des Jesuskindes symbolisieren. Deswegen der Schnitt in der Mitte und deswegen auch das weiße Gewand. Das ist jetzt der Stollen, den wir gebacken haben, gepudert, gezuckert. Den habe ich jetzt einfach in eine normale Folientüte gepackt, damit er lange frisch bleibt. Das Ganze kommt jetzt noch in Karton. Und dann wünsche ich euch schöne Weihnachten. Dankeschön, Michael. Danke. Tschüss. Tschüss.